Was zur Hölle ist hier passiert? Ich habe euch was verschwiegen. Komplett katastrophal aus. Wie eine Regenrinne. Wahnsinn. Ein Funken hier rein und das Ding steht in Flammen. Hey Leute, ich bin's Fritz und es gibt eine nagelneue Folge vom Baumhaus. Ich bin vor wenigen Sekunden hier angekommen. Ihr seht, ich habe den Rucksack noch auf. Und was soll ich sagen? Ich gucke mir gerade das Dach an. Ich bin erschüttert. Was? Was zur Hölle ist hier passiert? Wenigstens hält die Leiter noch, ey. Okay, seid ihr bereit für dieses Elend? Ich zeig's euch jetzt einfach. Guckt euch das Ding an. Das ist ja kompletter Schweizer Käse. Hier, die tollen Schindeln. Einfach rausgeploppt. Hier ist alles angetrocknet, alles zusammengeschrumpelt. Überall komplette Lücken drin. Guckt euch das an. Das hat nichts mehr mit Regendichte zu tun. Das ist eine komplette Katastrophe, das Dach gerade. Könnt ihr euch noch an diese Szene erinnern, wo ich hier unten lag, hier hochgeguckt habe und mir dachte, ja, das ist richtig schön dicht. Aber ich finde, das sieht schon sehr, 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 sehr gut aus. Ja, gut. Es hilft ja nichts. Im Endeffekt haben wir nur eine neue Variante rausgefunden, wie es schon mal nicht funktioniert. Bananenblätter hin oder her, schrumpeln halt zusammen. Wer konnte es denn bitte ahnen, dass Blätter zusammenschrumpeln, wenn keine Feuchtigkeit mehr drin ist? Es muss eine neue Lösung her fürs Dach. Leute, wenn ihr irgendeine Idee habt, wie wir dieses scheiß Dach hier, ja, am besten natürlich mit natürlichen Materialien, irgendwie geil dicht bekommen, ohne Schweizer Käse, schreibt es in die Kommentare. Wo wir gerade bei dem Thema Probleme sind, ich habe euch was verschwiegen. Es gibt noch eine zweite Baustelle. Es gibt noch ein zweites Problem, was sich hier ereignet hat, auch schon in der letzten Folge, aber ich kann es nicht mehr länger vor euch versteckt halten. Und zwar, guckt euch mal den Boden an und guckt euch mal das hier an. Diese wunderschönen Schnüre, die ich in stundenlanger Arbeit hier festgeknotet habe, sind komplett locker. Wir gucken uns das von unten an, da sieht es nämlich noch schlimmer aus. Uup. Diese ganzen Schnüre sind alle komplett locker. Hier kann ich alles hin und her schieben, hier kann ich dran ziehen, kann ich riesige Schlaufen draus machen. Hier ist nichts mehr fest und diese ganze Plateaukonstruktion hat sich extrem gelockert. Wie konnte das jetzt passieren? Der ein oder andere wird schon wissen, Holz trocknet ja irgendwann. Ja, die Rinde hat noch Restfeuchtigkeit drin, die geht raus und das Holz schrumpft. In dem Moment, wo das Holz schrumpft, werden natürlich alle Verschnürungen lose. Das Positive daran ist, ich muss einfach alles nochmal abmachen und alles nochmal neu festbinden und dann sollte es halten, weil jetzt ist das Holz ja trocken. Ist jede Menge Arbeit, aber das ist zumindest schon mal eine Lösung für das Problem. Der Boden ist wieder neu verknotet, alles ist fest, nichts wackelt mehr hin und her. Genauso muss das sein. Hat mich jetzt gute 2 Stunden gekostet, no joke. Mir ist dabei aber noch eine andere Perspektive vom Dach aufgefallen und die muss ich euch unbedingt zeigen. Einmal hier rein in den Dschungel. Und zwar sieht man jetzt hier nochmal schön, beziehungsweise eher unschön, was mit dem Dach passiert ist. Und ihr seht, es ist eigentlich noch recht grün, was die Blätter angeht. Das heißt, ich glaube in 1, 2, 3 Wochen sieht das Dach komplett katastrophal aus und kann man eigentlich 1:1 alles wieder abschneiden und wegschmeißen. Da brauchen wir halt auf jeden Fall eine Lösung für. Und in der Zeit bauen wir schon mal an den Seitenwänden weiter. Ich habe hier schon mal einen Probestock hingelegt, den ich jetzt auf die richtige Länge schneiden werde hier an der Seite. Und dann suchen wir mal so 10 Stück, binden die alle fest an der Höhe und gucken mal, ob wir dann eine Seitenwand haben. Ich werde die allerdings nur bis zu der Höhe ungefähr machen, weil es soll eigentlich nur ein Rausrollschutz sein, wenn man halt hier drin ist, drin schläft, dass man nicht zur Seite runter plumpst. Aber ich will natürlich noch rausgucken. Deswegen wäre es Quatsch, das jetzt bis oben hin dicht zu machen. Thank you.
Passt doch perfekt von der Höhe. Ja, wenn man jetzt noch auf einer Isomatte ist und noch ein Stück höher ist, so, dann kann man sich so aufrichten, hier auch mal ein bisschen rüber gucken und auch den kompletten Ausblick genießen. Aber man fällt nicht um. Man kann auch so machen, wenn man will. Auf Gemütlichkeit so. Die Baumhaus-Crew hier auf dem Kanal wächst von Tag zu Tag. Wir werden immer mehr Leute, die dieses Projekt hier anscheinend feiern. Ich habe auch sehr, sehr viel Spaß dran. Ich bin nicht mehr allzu lange hier auf Madeira. Also das Projekt wird irgendwann zu Ende gehen. Aber Leute, in meinem Kopf ist schon das nächste nachfolgende Projekt für Deutschland in Planung. Es wird noch krasser, es wird größer. Es wird auf meinem eigenen Waldstück passieren. Leute, ich glaube, es wird komplett eskalieren. Wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, dann würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr dem Kanal einfach ein Abo da lasst, falls ihr das noch nicht getan habt. Damit würdet ihr mich sehr supporten und sehr glücklich machen. Ja, ich möchte mit euch gemeinsam hier die 1 Million knacken. Vielleicht schaffen wir das ja irgendwann mal. Deswegen, ja, einfach Abo da lassen, würde mich freuen. Und jetzt geht's direkt weiter mit dem Baumhaus. Tag 2, die Sonne scheint immer noch. Für euch sieht es so aus, als wäre es direkt weitergegangen, aber wir haben tatsächlich einen Tag später. Ich habe hier gestern diese Seitenwand gebaut und jetzt kommt links die Seitenwand. Allerdings will ich die natürlich nur bis auf die Höhe bauen. Also so wie auch auf der rechten Seite. Hier fehlt aber ein Pfeiler, das heißt, ich habe mir ein bisschen was überlegt. Ich werde hier einen Pfeiler reinsetzen mit so einer Stützkonstruktion und so weiter, aber ich baue einfach erstmal, ihr guckt ein bisschen zu und dann zeige ich euch das fertige Ergebnis. Unterkonstruktion steht. Das Problem war die Fixierung der Säule, aber ihr seht es, ist jetzt gut fest. Wir haben hier einen Querbalken reingesetzt, den wir unten nochmal durch so einen langen Stab befestigt haben. Und jetzt können wir quasi auf der Höhe, also von rechts nach links, nochmal schön ein bisschen was hochziehen, so wie wir es auch auf der linken Seite hier gemacht haben. Das heißt, Materialsuche und ordentlich schnüren. Auch mal die Fähigkeiten erweitern und mit links sägen. Ich habe hier gerade was entdeckt und da würde mich mal eure Meinung zu interessieren. Schaut mal hier unten. Hier ist irgendwie ein bisschen was verkohlt. Also hier hat es anscheinend wirklich mal gebrannt. Natürlich entstanden von irgendeinem Waldbrand. Oder hat jemand mal irgendwie ein Feuer gemacht? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich mache hier auf jeden Fall kein Feuer, weil, Leute, hier ist alles furztrocken. Ein Funken hier rein und das Ding steht in Flammen. Von daher, Feuerverbot. Es ist vollbracht. Geld gut investiert. CL500 ab jetzt wird radiert. Die Seitenwand ist fertig. Ja, gleiche Höhe wie auch die rechte Seite. Ich habe mir was zusammen überlegt mit dem Twitch-Livestream, der hier die ganze Zeit beim Baumhausbau mit dabei ist. Ja? Ihr seht, 488 Leute gucken mir hier seit 1 Stunde 53 zu und sind ja aktiv im Stream, wie ich das Baumhaus baue. Der kann gerne auch mal bei Twitch vorbeischauen. Und wer gar keinen Bock auf Livestreams hat, aber sagt, so ein bisschen was würde ich schon gerne sehen, der kann gerne mal den Fritz Meinecke Live-Kanal auschecken. Ist auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Denn da kommen quasi die ganzen Highlights online aus den Streams. Wie gesagt, Seitenwände stehen, Rausfallschutz ist gegeben. Aber das soll natürlich nicht alles gewesen sein für die Folge, denn ich habe mir noch wieder was überlegt mit neuen Materialien, was wir bauen können. Ob das funktioniert, ich weiß nicht. Ich fange wieder einfach mal an, ihr guckt zu und dann gucken wir uns das Ergebnis an. Das nächste kleine Projekt fürs Baumhaus hat was mit Rinde zu tun. Ihr seht, hier habe ich ein bisschen was geholt. Zwei verschiedene Arten. Im Endeffekt sind die zwei großen Stücken halt wirklich die komplette Rinde, auch von deutlich älteren Bäumen. Und das ist irgendwie nur so eine Rinde, die sich von alleine abschält, von jüngeren Bäumen, die zwar überall rumliegt, aber die man eigentlich nicht verwenden kann, weil die halt einfach sofort zerknuspert. Die hingegen ist knüppelhart wie ein Brett. Ihr seht es hier von der Stärke, das ist bestimmt irgendwie, keine Ahnung, fast ein Zentimeter. Ganz, ganz viele Fasern. Und da komme ich mit dem Messer auch nicht weit. Sondern brauche die Säge. Ich glaube, das ist fast so ein bisschen zu vergleichen mit einer Kokosnuss. Also klar, ist jetzt nicht so richtig hart drin, aber es sind die übelsten
stabilen Fasern. Und ihr hört es ja, das ist echt, das ist richtig holzig, obwohl es Rinde ist. Verkantet sich der Müll hier. Sieht ein bisschen aus wie eine Regenrinne. Ich will daraus ein Regal bauen. Einfach Schnüre ran und dann hängen wir das oben auf. Der Vorteil durch diese Biegung ist natürlich, dass wenn wir jetzt hier irgendwas reinpacken, keine Ahnung, Messer, Handy, was weiß ich, was zu trinken, Essen, Obst oder so, kann das halt nicht rausfallen. Ne? Wenn wir jetzt einfach nur eine Platte hätten und an Schnüren, dann braucht das einmal ein bisschen Kippen und es rutscht runter. Aber hier, ja, wieder Leben in der Lage, Leute, improvisiert einfach mal ein kleines Regal daraus bauen, beziehungsweise eine Ablage. Die ganze Zeit überlegt, wo ich das hier am besten hinmache, weil wir wollten ja vielleicht auch hier noch so einen kleinen Dachboden bauen, wenn ihr euch erinnert. Aber wir hängen das Ganze einfach hier unter diesen Querbalken. Dann kann man das nämlich auch ein bisschen nach links und rechts schieben. Und man kann auch von oben reingucken. Ein Loch haben wir, fehlen noch vier weitere. Ah, ein Ellenbogen. Ich freue mich. Da haben wir mal ein bisschen andere Materialien als immer nur das gleiche Holz und Schnüren. Auch mal mit Rinde arbeiten hier. Okay. Oh, herrlich. Da kann man Dinge reinlegen gleich. Wahnsinn. Die richtige Höhe finden hier. Man kennt es, eine klassische Ablage im Baumhaus. Ja, was hat man drin? Natürlich Messer, Portemonnaie, Schlüssel und so weiter. Wie zu Hause. Das ist quasi der Eingangsbereich. Ihr kommt in eure Wohnung rein und da legt ihr erstmal euer ganzes Zeug hin. Euer EDC, also das, was ihr immer mit dabei habt. Jetzt habe ich ja noch das zweite Rindenstück, was allerdings auch ein bisschen verzogen ist. Also ist jetzt nicht wirklich gerade. Ihr seht, hier ist so eine richtige Kurve drin. Aber trotzdem können wir uns da vielleicht so ein bisschen was rausschneiden, was wir gut als ja, improvisiertes Brett verwenden können. Die Frage ist, fällt euch was ein, was wir damit machen können? Dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Aber ganz wichtig, fürs Dach können wir das Ganze nicht nutzen, weil ich habe nur dieses eine Stück. Ich habe ja alles abgesucht und das war das Einzige, was ich gefunden habe. Von daher, es würde sich an sich anbieten, aber wir haben hier weit und breit nicht mal ansatzweise genug Material davon. Von daher, wenn euch was anderes einfällt, außer das Dach, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann einen Daumen nach oben und natürlich Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.